Willkommen zu unserem neuesten Video. Heute dreht sich alles um die dritte Staffel von Bridgerton und die unglaublichen Rekorde, die die Serie bereits aufgestellt hat, obwohl sie noch nicht einmal komplett erschienen ist. Laut Variety haben die ersten vier Folgen der neuen Staffel auf Netflix unglaubliche 45,1 Millionen Klicks erreicht. Das macht sie zur bisher erfolgreichsten Staffel des Formats. Das ist der beste Start einer Serie seit Juni 2023, als Netflix begann, seine Formate nach den Aufrufen zu ranken. Aber das ist noch lange nicht alles. Bridgerton hat sich fest in der Netflix-Top-10-Liste eingenistet. Schon vor der Veröffentlichung der neuen Folgen führte die Serie die Charts an und mit weiteren Folgen, die noch kommen, wird das sicherlich auch so bleiben. Und obwohl die Hälfte der dritten Staffel noch fehlt, ist Netflix voll und ganz von Bridgerton überzeugt. Nur wenige Stunden nach der Premiere gab Produzentin Jess Brownell im Podcast Bridgerton spannende Einblicke. Die nächste Staffel ist bereits in Arbeit. Im Moment schreiben wir im Autorenzimmer für die vierte Staffel, und wir kommen gut voran, freute sich Jess. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr am Ende der aktuellen Staffel sogar Hinweise auf die kommende Staffel entdecken. Es gibt ein paar Hinweise am Ende der neuen Staffel, die den Leuten eine Vorstellung davon geben, wohin wir in den nächsten Staffeln gehen werden, also können sie vielleicht darauf zurückgreifen, verriet sie. Bridgerton basiert auf der beliebten Romanreihe von Julia Quinn und dreht sich um die Familie Bridgerton, die in der Londoner High Society des frühen 19. Jahrhunderts lebt. Die Serie ist voller Liebesgeschichten, alter Traditionen und jede Menge Drama. Zum Cast gehören Stars wie Phoebe Dunivore, Nicola Coulan, Regé Jean Page und Luke Newton. Die aufwendigen Settings und Kostüme sind ein echtes Highlight. In der neuen Staffel gab es sogar ein besonderes Kleid zu sehen. Florence Hunt trug ein Kleid, das teilweise aus einem alten Look von Prinzessin Diana bestand. Wenn ihr also ein Fan von Drama, Romantik und opulenten Kostümen seid, dann bleibt dran und verpasst keine Folge der dritten Staffel von Bridgerton. Abonniert unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von der neuen Staffel haltet. Bis zum nächsten Mal!